DTM im Ersten. Rasante Unterhaltung mit Bosch, dem Motormanagement der DTM. Und Aral Ultimate 102, dem Kraftstoff der DTM. Zeit in der DTM. Das Bergfest, wie passend, in den Alpen. Im österreichischen Spielberg, gut 8 Autostunden von Berlin entfernt. Kurz hinter Passau passieren wir die Grenze zu Österreich. Vorbei an Linz geht es Richtung Steiermark. 70 Kilometer von Graz entfernt liegt das kleine Örtchen Spielberg. Und im Übrigen war das heute in der Steiermark ein wunderbarer Tag zum Wandern, entweder hier in der Boxengasse oder mit freier Sicht über die Berge bei 25, 26 Grad. Herrlich, aber Richtung Abend erhöhen wir jetzt die Fortbewegungsgeschwindigkeit um ein deutliches. In diesem Sinne, hallo aus Spielberg, meine Damen und Herren, mit dem 9. Rennen der DTM marschieren wir jetzt gleich Richtung Halbzeit in dieser Saison 2015. Und im Grunde gibt es keinen schöneren Ort dafür, nämlich in die Halbzeit zu gehen, als diesen hier. Wunderbare Strecke, 4,3 Kilometer lang, sehr lange Gerade, auf der wir hier gerade stehen, und insgesamt ist das eine sehr, sehr hügelige Geschichte, also das verlangt allen Fahrern alles ab, und trotzdem sind sie alle gerne. Übrigens auch der Gesamtführende nach 8 Rennen, Jamie Green, der hat gestern bei den Kollegen von Audi das erste Fässchen angestochen, möglicherweise für ein erfolgreiches Wochenende bei Audi, und für ihn, obwohl man muss festhalten, eigentlich lief es für Jamie Green zuletzt alles andere als ausgelassen und entspannt. Und deshalb hat Klaus-Peter Hufer für uns mal all das, was bislang in der DTM geschah. Ihn sahen schon viele als den neuen Champion an. Jamie Green startete sehr stark in diese Saison. 3 Siege in den ersten 5 Rennen, das war eine Ansage. Doch danach wendete sich das Blatt, seit 3 Rennen keine Punkte mehr für den Audi-Piloten. Und jetzt ist Jamie Green abgeflogen, der Tabellenführer steht im Kies. Noch führt Green mit 81 Punkten die Gesamtwertung an, doch sein Vorsprung schmilzt. Matthias Ekström sorgt für Konkurrenz aus dem eigenen Stall. Doch der Schwede ist ein Sonntagsfahrer, am Tag des Herrn stets in den Punkten. Samstags hingegen bislang nur einmal. Macht dennoch solide 76 Punkte. Genauso viel wie Pascal Wehrlein. Der Mercedes-Pilot feierte seinen bislang einzigen Saisonsieg samstags auf dem Nürburgring. Doch Wehrlein ist Mr. Zuverlässig, nur einmal nicht in den Punkten. So kann man auch Meister werden. BMW fuhr in dieser Saison der Konkurrenz hinterher. Doch dann kam Sandford. Nach einem 7-fach-Erfolg gestern sind heute 5 BMW vorne. Viel Schaum um nichts, oder ist BMW zurück in der Spur? Bruno Spengler als Gesamtsechster mit 52 Punkten ist jedenfalls durchaus noch in Schlagdistanz. Und auf die Kollegen bei BMW haben wir deshalb heute ein ganz besonderes Auge. In den vergangenen beiden Jahren, da landeten sie hier in Spielberg mit 3 bzw. 4 Autos ganz vorne. Und sowas würde dem Mann, der hier in seinem weißen BMW sitzt, diesmal sicherlich auch ganz gut zu Gesicht stehen. Marco Wittmann ist nämlich der Titelverteidiger. Jetzt muss er sich konzentrieren. Er liegt nämlich nach 8 Rennen bislang in Anführungszeichen nur auf Platz 7 mit aufsteigender Tendenz, zuletzt in Zandvoort. Das muss man mal festhalten. Aber heute vor ungefähr 3,5 Stunden im Qualifying, da waren aus seiner Sicht leider ein paar andere doch schon wieder schneller, Andreas Ahn. Erster, Zweiter. Manchmal sagen Zeichen mehr als Worte. Gewinner des Qualifyings, Edoardo Mortara. Der Italiener im blau-grünen Audi, Trainingsbester auf seiner Lieblingsstrecke. Mortara schon Sieger 2012. Zweiter, Jamie Green. Der Meisterschaftsführende meldet sich nach Durststrecke von 4 Rennen mit Magerkost zurück im Titelkampf. Auf Rang 3 Pascal Wehrlein. Der Jüngste im Starterfeld, bester Mercedes, auch in der Meisterschaft auf Rang 3, will zum 8. Mal im 9. Rennen punkten. BMW-Desaster nach historischem 7-fach-Sieg in Zandvoort. Nur Augusto Farfus kann mithalten, der Brasilianer startet von Position 5.
Spannung im Mittelfeld. Matthias Ekström nur auf Rang 9. Der Meisterschaftszweite muss sich durch ein Mercedes-Quintett mit BMW-Beteiligung kämpfen, will er nicht zu viele Punkte einbüßen. Also aufatmen bei Audi, erste Startreihe komplett gebucht für die Jungs. Unterstützung heute im Übrigen durch Felix Neureuther, dem besten alpinen Skifahrer aus deutscher Sicht. Der ist Gast hier, fährt sogar in einer Rennserie mit. Mit dem beschäftigen wir uns morgen nochmal ausführlich. Aber heute geht's erstmal rein ins neunte Rennen. Und zwar mit einer BMW-Mannschaft, das sollen wir vielleicht am Ende noch sagen, die alles andere als rosige Aussichten hat. 5, 12, 13, 15, 18, 19 und so weiter. Schwierigste Aufgabe für die, begleitet jetzt von Philipp Sommer und von Norbert Haug. Die DTM im Ersten. Rasante Unterhaltung mit Bosch, dem Motormanagement der DTM. Und Aral Ultimate 102, dem Kraftstoff der DTM. Tja, und beim letzten Rennen, da war das noch so, dass es für BMW 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 war. Das hörte sich deutlich sympathischer an für die Münchner, für den Motorsportchef Jens Marquardt. Heute fahren sie wieder hinterher, weil, und das ist wohl das Fazit dieses Qualifyings, dieser Tage hier in Spielberg, das Auto nur funktioniert, wenn wirklich alles hundertprozentig passt für diesen BMW. Norbert Haug. Ja, das stimmt. Ich habe mit Bruno Spengler gesprochen, der ja in den letzten vier Rennen, muss man sagen, 40 Punkte gemacht hat. Und er sagt, er einfach hat die Balance nicht gefunden in den schnelleren Kurven des Kurses und hat sicherlich auch ein bisschen das Problem, den Berg hochzukommen mit dem genügenden Speed. Also da gibt es einige Handicaps. Wir haben 5 BMWs auf Platz 15 aufwärts. Also das, was es an Ballung vorne gab, in Sanford gibt es jetzt an Ballung hinten. Und sie gehen los in die Einführungsrunde zu einem sehr brisanten Rennen. Wir haben Edo Mortara vorne in Blau und Grün. Dahinter dann der Tabellenführer Jamie Green, ganz in Orange. Und dann sein härtester Verfolger, der Drittplatzierte in der Gesamtwertung, Pascal Wehrlein. Nur 5 Punkte Rückstand, 8 Meter, 5 Punkte der Abstand hier. 8 Meter zwischen Startplatz 2 und Startplatz 3 und 5 Punkte der Rückstand von Wehrlein in der Gesamtwertung. Dann kommt die Mercedes-Armada, die diese beiden abschirmt und die ihnen den Zweitplatzierten vom Hals hält. Da kommt er, Matthias Ekström im blauen Audi. Matthias Ekström, der Schwede, der älteste Pilot im Feld. Es gibt 3 Schlüssel zum Sieg. Draufdrücken, dranbleiben und drängen. Draufdrücken. Der Start muss gewonnen werden. 5 von 7 Polesetter haben das Rennen hier gewinnen können in Spielberg. Wenn das nicht gelingt, dann muss man dranbleiben. Dann muss man sehen, dass man den Topspeed halten kann, in der Geraden schnell genug ist, um dran zu bleiben, um dann mit Hilfe des DRS, mit Hilfe des Klappflügels zu drängeln und dann auch vorbeizufahren, Norbert. Ja, das ist durchaus möglich hier. Wir werden das sehen. Also Sie können sich freuen auf ein Rennen mit Überholvorgängen. Also da können wir uns festlegen, das wird es geben. Es ist sehr wichtig, wie du sagst, Philipp, den Start zu gewinnen natürlich. Für Audi ist es Pflicht, jetzt hier mit Green und Mortara sich abzusetzen. Die sind natürlich beide in der Tabelle ganz weit vorne. Green führt, hat allerdings, wie wir vorher gehört haben, in den letzten 4 Rennen ganze 6 Punkte gemacht, in den ersten 4 Rennen 75. 3-mal ein Nuller und jetzt wird es Zeit, dass wieder was aufs Konto kommt. Und das ist diese Strecke hier in Spielberg, 4,3 Kilometer lang. Der Rundenrekord, der kommt von Mike Rockenfeller aus dem Jahr 2013. 40 Minuten werden wir fahren plus eine Runde, das die Distanz heute am Samstagabend beim ersten Rennen. Das Ganze ohne Pflichtboxenstopp. 10, 5, forward 2, forward, 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 stop, head off. Wird da eingewiesen. Also kein Pflichtboxenstopp. Das stop, bedeutet, good luck. Genau. Es gibt keine Taktiererei. Nein. Es gibt eigentlich nur eine Ansage. Das unten rechts wird es lauter. Absolut. Vollgas und dann davonfahren und das Beste rausholen aus dem Auto. Ja, wir werden den Berg hoch zu der engen Kehre oben, zu der rechtwinkligen Kehre werden wir einen großen Positionskampf sehen gleich nach dem Start. Erste Ecke ist natürlich entscheidend, auch bergauf.
Alles steht. Mortara rollt da schon ein bisschen, obwohl die Ampel noch nicht aus ist. Bin gespannt, ob das alles okay war. Mortara kommt nicht gut weg. Jamie Green setzt sich nach vorne und auch Wehrlein lauert schon, will vorbei an Mortara. Green gewinnt den Start. Mortara auf 2, Wehrlein auf 3. Dann schon kleine Lücke zu Paul Di Resta. Ja. Und das war nicht okay von Edo Mortara. Das hat ihn zumindest, vielleicht hat die Kupplung ein bisschen nachgegeben, ist ein bisschen angerollt. Mal sehen, was die Rennleitung dazu sagt. Aber es hat ihn auf jeden Fall irritiert, hat den Start dann direkt verloren gegen Jamie Green und kriegt jetzt richtig Feuer von der Konkurrenz, vor allem von Pascal Wehrlein. Spengler muss da weit gehen, auch Blomqvist im BMW in Kurve 2. Und jetzt sortiert sich das Ganze vorne. Fahrfuß, der auch schon Druck bekommt, und das ist Mike Rockenfeller, Kunkadeja im Zweikampf, und Fahrfuß in Weiß und Rot, der muss sich Wickens vom Leib halten. Im hinteren Teil des Feldes hat Auer schon einige Positionen gut gemacht. Timo Glock im Moment in Gelb, ganz hinten am Ende des Feldes. Der Mortara wird ein Problem kriegen. Der Zucker am Start ist höchstwahrscheinlich nicht okay. Ich denke, wir kriegen bald eine Meldung von der Rennleitung. Die Rennleitung schaut sich das in diesen Sekunden an. Werden wir gleich hören, was da los ist. Jamie Green auf jeden Fall ist jetzt in der Position, um hier das Rennen zu kontrollieren. Hat noch einen Audi zwischen sich und seinem härtesten Verfolger, zwischen sich und Pascal Wehrlein und Matthias Ekström. Jetzt geht Mortara wieder nach vorne. Und Wehrlein gleich mit. Und was ist los bei Jamie Green? Ja, Green bleibt innen, hat die bessere Linie. Aber großes Problem bei Jamie Green, da ist was kaputt am Auto, irgendwas. Er kann nicht mehr, schalten. Er kann nicht mehr schalten, die Ansage von Jamie Green. Ist das bitter für den Tabellenführer? Wie hart, wieder null Punkte. Sorry about that, Jamie. Na, das sollte nicht passieren. Und das in der zweiten Runde. So, und will Mortara jetzt das Problem am Start. Schauen wir uns das nochmal an. Ja, hier beschleunigt er raus und nichts geht mehr. Ein Jammer. Da kommt der Rauch. Aus. Manchmal kann er schalten, manchmal nicht. Also wenn er fahren kann, soll er weitermachen. Aber das Rennen, das ist natürlich verloren. Das ist durch. Und jetzt ist Edo Mortara. Und das sagt er jetzt gerade, er wird keine Punkte mehr bekommen. Während vorne sich noch was getan hat, Paul Di Resta ist vorbei an Pascal Wehrlein. Ja, die Szene gab es sogar schon, als Green verlangsamt hat, konnte Pascal nicht vorbei. Und der Paul hat das genutzt. Noch immer haben wir keine Meldung von der Rennleitung. Vielleicht, das wird noch untersucht, ob das alles okay war. Das ist die Sicht aus dem Heck von Bruno Spengler, der vor Rockenfeller unterwegs ist. Das ist Di Resta, dann Wehrlein auf 2 und 3. Oh, Mortara fährt weg im Moment. Und da haben wir Spengler und Rockenfeller, die wir gerade gesehen haben. Tom B. dahinter. Und Timo Glock am Ende hinter Martin Tomczyk. 2 BMW. Und Gary Paffett, der ist vorbeigegangen an Robert Wickens. 2 Paffett, 6 Wickens. Und Matthias Ekström, der versucht da zu profitieren, versucht auch am Kanadier vorbeizugehen. Im Moment muss er sich aber noch hinten anstellen. Hat den Platz auch verloren gegen Robert Wickens. Und da versucht er jetzt zurückzukommen. Und hat das jetzt auch geschafft. Ist hinter Paffett auf Position 7. Matthias Ekström. Da nochmal das Drama bei Jamie Green. Ja. Pascal musste weit gehen, außenrum, weiteren Weg. Und
Pauli Resta hat es innen genutzt und ist nach vorne. Kein Frühstart. Das ist die Nachricht aus der Rennleitung. War alles regelkonform. Das DRS wird jetzt genutzt. Kein Frühstart. Mortara ist weggefahren. Letzte Runde über 3/10 schneller als die verfolgenden Mercedes. Ja, Green an der Box. Jamie Green, ganz, ganz bitter dieses Ende für ihn, bevor es hier richtig losging. Und jetzt kommt Wehrlein, der hat natürlich den Vorteil des DRS, aber hat zwei Bestzeiten in den ersten beiden Sektoren gefahren und ist vorbei. So, jetzt geht das Rennen richtig los. 4/10 schneller als Mortara. Jetzt schauen wir, was Wehrlein kann. Er ist 1,8 Sekunden hinter Mortara jetzt. Und jetzt ist das Rennen auf die Tabellenführung natürlich eröffnet. Jamie Green wieder mit 0. Der zweitplatzierte Matthias Ekström, da haben wir ihn. Jamie Green, den Briten, der in Monaco lebt. Wie bitter ist das? Viertes Rennen in Folge ohne Punkte. Und jetzt ist die Jagd auf seine Position eröffnet. Es wird einen neuen Spitzenreiter geben, aber wer wird es sein? Ido Mortara hat auch Chancen. Er ist Vierter in der Gesamtwertung mit 58 Punkten. Green hatte bislang 81. Ekström und Wehrlein 76 Punkte. Also fast 20 mehr, 18 mehr als Mortara. Und Ekström, das haben wir gesehen, der muss sich an Gary Paffett vorbeiarbeiten. Das ist sicher eine ganz schwere Aufgabe noch. Ja, wir müssen uns mal auf Wehrlein Mortara konzentrieren. Die Abstände werden nicht viel geringer. Im ersten Sektor war Wehrlein etwas schneller, im zweiten minimal schneller. Wir sehen es jetzt. 1,8 Sekunden in der letzten Runde. Der Abstand 1,8 gleich geblieben. Aber, und das ist das, was Ido Mortara wahnsinnig hilft, er ist im letzten Sektor jetzt richtig schnell und was ihm hilft, er ist einfach aus dem Fenster des Klappflügels rausgefahren, aus dem DRS-Fenster, seit 1,8 Sekunden Vorsprung und deshalb, das bringt eine halbe Sekunde pro Runde, die man da sich ranpirschen kann, wenn man diesen Klappflügel benutzen kann, wenn man frei fahren kann. Und Matthias Ekström, er ist, ja, er ist nah genug dran, Und da geht der Klappflügel sofort wieder runter. Das sind die drei Positionen. Startziel, dann hier hoch auf die Kurve 2 und nach der Kurve 2 direkt nochmal. Und Gary Paffett, der schaut in den Rückspiegel, dass ihn nicht nochmal einer übertölpelt. Aber da hat er ein bisschen Luft bis hin zum Titelverteidiger Marco Wittmann. Oh, da kracht es zwischen Rockenfeller und Spengler. Und profitieren kann Tombay vielleicht, der dann noch versucht, innen durchzuschlüpfen. Da ist Tombay im schwarzen Audi, ist auch vorbei an Spengler. Und jetzt auch vorbei an Rockenfeller. Also das hat Adrian Tombay ganz clever gemacht. Hat die beiden raufen lassen und hat sich beide geschnappt. Spenglers Aussicht nach hinten auf Kunkadeja. Ja, vielleicht können wir nachher nochmal das Replay von Ekström Paffett sehen. Das war kompromisslos. Gary wurde komplett überrumpelt. Da hat er nicht mit dem Angriff gerechnet. Und ein Ekström, der zuckt einfach nicht lange. Hatten wir ja schon gesagt, wenn du blau im Rückspiegel siehst, dann geht's los. Ja, Gary hat, da muss er innen zumachen. Hat er nie mit dem Angriff gerechnet. Also da sah Gary nicht gut aus. Und hat's gehabt, freut sich. Die beiden Paffett Ekström fahren natürlich schon. Das ist die Sicht aus Spenglers Heck. Rockenfeller und Tombay sind schon vorbei geschlüpft. Und es gibt eine Verwarnung für Spengler. Gelbe Karte, sowas, für dass er einen anderen Fahrer von der Strecke. Ja, das war die Aktion mit Rockenfeller. Genau. Das war schon ein bisschen rustikal, aber Bruno ist dafür außerhalb der Punkteränge.
Und er hat sich auch versucht zu verteidigen, hat die Position eh verloren. Also sonst wäre vielleicht die Entscheidung anders ausgefallen. Wehrlein jetzt mit bester Sektorzeit in der Mitte. Das ist ein gutes Zeichen für ihn. Das sind fast 2 Zehntel, die er aufgeholt hat auf Matara. Also noch könnte was gehen an der Spitze. Jetzt wird es angezeigt, Spengler. Der Rempler. Augusto Farfus, der ist weiterhin Fünfter hinter Vitoris. Da haben wir Vitoris mit der 8 in Schwarz und dahinter Farfus haben wir gerade den Klappflügel zuspringen sehen, hochspringen sehen. Jetzt wird gleich wieder gedrückt hier hoch. Diese lange, lange Gerade, wo es bergauf geht und wo sich Farfus wieder ranpirschen kann an Vitoris. Zumindest ist so der Gedanke. Aber das hat die haben die letzten Tage gezeigt, im Topspeed, da haben die BMW Probleme mitzuhalten gegen Audi, gegen Mercedes und das muss man genau verfolgen. Jetzt Robert Wickens mit einem Problem. Ja, da sollte man nicht sonst zu lange aufhalten, das wird nichts mehr bei ihm. Und Bruno Spengler, der kann sich nicht mehr so richtig gut verteidigen, hat ganz schnell abreißen lassen müssen. Das ist wieder die Sicht aus seinem Heck. Und wieder hat es da gerumpelt, da musste Nico Müller ein bisschen in den Dreck. Kunkadeja ist vorbei, aber dahinter, da kommen schon die restlichen der Meute. Da kommt Da Costa, da kommen Müller und Martin und die fressen Spengler jetzt langsam aber sicher auf, der das Tempo einfach nicht mitgehen kann, der hier sofort hat abreißen lassen müssen zu Rockenfeller und zu Tombe. Und jetzt kann er wohl auch die anderen nicht mehr lange halten. Scheider ist einer davon. Und wir haben am Mikrofon jetzt Jamie Green bei Valesco Homburg. Was wir im Moment gehört haben, sie konnten die Gänge nicht mehr ändern. Was war genau los, Jamie? Ja, das war ja ein ungewöhnliches Schaltungsproblem. Ich war ja, P1 und alles war perfekt und dann nur halbe Runden und ich hatte ein Schaltungsproblem und das war nicht möglich zu machen, die richtige Gang für die Kurve und das ist, weil ich war nicht schnell von Kurve 1 in die zweite Runde. Ja. Wie kann denn so etwas passieren? Ganz ärgerlich und nicht normal zu haben, dieses Problem, aber Sie müssen sehr enttäuscht sein, nach den letzten Wochen vor allem, oder? Das ist, ja, that's life. Aber ich habe ein gutes Job gemacht und nicht meine Fehler und ja, bis morgen. Vielen Dank. Wittmann und Peffert liefern sich hier einen harten Zweikampf. Wittmann von Position 8 vorbei jetzt an Peffert, ist jetzt der neue Siebtplatzierte. Ekström ist ja schon vorbei an Peffert und er muss auch Wittmann jetzt ziehen lassen. Kann sich nicht mehr verteidigen und das einigermaßen überraschend, dass der BMW von Wittmann jetzt besser geht als der Mercedes von Peffert, Norbert. Ja, es geht eigentlich nur ein Mercedes richtig gut, das ist der von Wehrlein. Hat allerdings seine Mühe mit Mortara, denn Mortara fährt einen kleinen Tick schneller, das ist immer noch bei 1,8 Sekunden. Aber die Rest da bereits eine halbe Sekunde langsamer als Wehrlein. Vitoris langsamer, Farfus kommt ran und kann attackieren. Also der erste, der Lonely Cowboy BMW, Nummer 5, auf Platz 5, der kann an Vitoris vorbeigehen. Also es sieht doch nicht so düster aus für BMW, für Wittmann und für Farfus zumindest. Der Rennspeed ist jetzt etwas besser. Oh, kann die Linie nicht halten, Marco Wittmann, und dann schlüpft Gary Paffin wieder durch. Ja, den kleinsten Fehler darf man sich nicht erlauben, sonst ist mindestens einer vorbei, aber wenn es dumm läuft, auch mehrere. Auch Tombay kommt dicht daran. Profitiert von dem Zweikampf und lauert jetzt. Und Rockefeller, so, das gibt gleich einen Viererpack. Aber ja, kaum haben wir Marco erwähnt und gelobt, schon ist er richtig unter Druck. Adrien Tombay mit der 27 jagt ihn jetzt. Tombay, einer der besten Freunde von Jules Bianchi, dem verstorbenen Formel-1-Fahrer. Ja, zu spät gebremst, zu weit, Peffert innen durch. Ich habe gestern lange mit Tombay gesprochen, hat gesagt, erst seit 2-3 Tagen kann er sich wieder konzentrieren. War eine harte Zeit für ihn, war bei der Trauerfeier von Bianchi in Südfrankreich. Aber er hat gesagt, in der Summe macht es ihn als Rennfahrer stärker, glaubt er. Und im Auto wird er sich davon nicht ablenken lassen.
Ja, Wehrlein hat 6/10 verloren jetzt in einer Runde. Alles in einem Sektor. Entweder es zeichnet sich ein Reifenabbau ab, das müssen wir in der folgenden Runde verfolgen, oder es war ein kleiner Fehler im Mittelsektor. Schauen wir mal, was diese Runde bringt. Tomczyk an die Box. Ende für das Martin war's. Tomczyk, nächste Enttäuschung für ihn. Eine Saison, die wieder sehr, sehr schwer ist für Martin Tomczyk. Ja. Ja. Montara, durchdrehende Räder. Das nutzt Green sofort aus, geht innen rein, dann geht's rechts rum, dann hat er die besseren Karten. Und dann das Drama mit der Schaltung, dass Jamie Green die Verteidigung der Tabellenführung vereitelt. Der Polesetter ist vorne, also 5 von 7 Rennen wurden ja vom Polesetter gewonnen in Spielberg. Es zeichnet sich eine Fortsetzung ab. Edo Mortara bleibt vorne mit ein bisschen Glück, weil Jamie Green eben aufgeben musste. Und sonst kleine Veränderungen im hinteren Teil des Feldes haben wir gesehen. Tombe gegen Wittmann hat wieder ein bisschen Luft lassen müssen. Wittmann eher wieder näher an Peffe dran gerückt. Und Spengler, der hält sich tapfer hinter Kunkaleja, hat jetzt hier dieses Corso hinter sich gehalten mit 6 Fahrzeugen, die da folgen. Aber nach 11 Runden, 21 Sekunden zurück, Spengler, der neulich noch aufs Podium gefahren ist, also 21 Sekunden in 11 Runden, das ist eine Ansage, das sind fast 2 Sekunden pro Runde. Tomczyks Auto, Frontsplitter beschädigt nach einer Rauferei, deshalb nicht mehr fahrbar, deshalb Rennende. Da sehen wir es. Martin Tomczyk sieht noch ein bisschen doller aus als bei Robert Wickens, der ja auch mit so einem Problem vorne rechts an die Box kam und auch das Rennen beenden musste. Ja, nicht gut für Schnitzer. Das ist ja sowas wie ein Heimrennen hier. Der nächste Spielort von Freilassing aus hier in Spielberg. Tomczyk raus und Spengler 12. Teamkollege ist Da Costa. 13. also noch ein Platz weiter hinten. Spengler war im ersten BMW ja bei Schnitzer, so ist richtig. Aber jetzt Da Costa, der Sieger des letzten Rennens, ja. Inzwischen Spengler bei MTech zusammen mit Timo Glock waren ja im letzten Wochenende im Einsatz in Spa, während Wittmann sich jetzt mit Tombe auseinandersetzen muss. Tombe, Beschleunigungsduell, beide haben den Klappflügel unten, jetzt klappt er wieder hoch. Tombe lässt ihn einen Tick länger stehen, aber er muss außen rum, das wird nicht reichen für Adrian Tombe, muss er zurückstecken und hat Glück, dass er Rockenfeller hinter sich halten kann. Ja, kann das überhaupt? Nee, er kann es nicht. Mike Rockenfeller wieder vorbei, hat Tombe zu viel Risiko gegeben, zu viel gewollt und hat jetzt wieder viel Arbeit und muss sich wieder ranpirschen an die Autos vor ihm. Ja, da geht es um die letzten Punkte. Das ist der Kampf um Platz 9 und 10. Rockenfeller Tombe. So, und wir machen ganz kurz, während wir nochmal diese Wiederholung sehen, wieder in der zweiten Kurve der kleine Wackler von Wittmann, den er dann aber dann gut ausgebügelt hat und die Position halten konnte. Und wir machen jetzt kurz eine Splitscreen-Werbung. Sie sehen weiter alles und wir sind kurz mal ruhig. Zwei besten Fahrer der Welt und ein Gewinner. Hybridtechnologie von Mercedes-Benz.
Wir sind zurück in Spielberg. 20 Minuten gefahren, 20 Minuten sind's noch. Die Renndistanz heute am Samstag 40 Minuten plus eine Runde. Das Ganze ohne Boxenstopp. Und es führt weiterhin Edo Mortara vor Pascal Wehrlein und Paul Di Resta. Ein Audi vor zwei Mercedes, vor drei Mercedes. Denn vierter ist auch Christian Vitoris. Und wir sind beim Kampf um die Positionen 7, 8 und 9. Gary Paffett vorneweg in Blau und Gelb. Dann Marco Wittmann, der Titelverteidiger, der Sieger des Vorjahres. Mike Rockenfeller, der Meister von 2013 in Grün und Gelb. Und dann Adrien Tombe. Ernst Moser, harte Phase für ihn in den letzten vier Rennen. Mike Rockenfeller haben wir, das ist sein Schützling mit der 99 beim Team Phoenix. Rockenfeller und Scheider, die beiden Phoenix-Piloten in den letzten vier Rennen, zusammen mit nur vier Pünktchen. Also ganz schwierige Phase der Saison. Wenigstens gab es ein Trostpflaster, 24-Stunden-Rennen in Spa letzte Woche. Da gab es ein Podiumsergebnis für Phoenix mit Chris Mamaro, mit Niki Thiem und mit Christopher Mies. Ja, besonders weh tut natürlich, wenn der Audi-Mitbewerber Abt, das Abt-Team, vorne fährt mit Mortara, mit extrem gut unterwegs ist und man mit Rockenfeller und Scheider als Phoenix dann eben dritte Kraft ist. Das will keiner von den Audi-Teams. Die haben natürlich einen guten sportlichen internen Wettbewerb und natürlich heißt es nicht nur Rennen gewinnen, sondern auch immer, wann, wo und wie möglich bestes Audi-Team zu sein. Marco Wittmann, der sich vorher Paffett ja schon mal geschnappt hatte, der kommt jetzt nicht mehr mit Gary Paffett, der offensichtlich jetzt einen viel besseren Reifendruck hat, der passt, der die optimale Traktion erlaubt und deshalb schnellere Rundenzeiten. Am Anfang musste Gary Paffett sehr kämpfen, um überhaupt da vorne zu bleiben. Jetzt fährt er relativ komfortabel vor dieser Gruppe auf Position 7. Aber ganz bemerkenswert ist, dass nur die beiden ersten 25er-Zeiten fahren, 25.8 und 25.9, Mortara Wehrlein. Danach geht es gleich in die 26er von Di Resta aufwärts, alle 26.1 bis 26.5, 26.7. Also da ist ein ganz klares Leistungsgefälle. Platz 10, Tombe, mittlerweile schon 20 Sekunden von der Spitze weg. Ungewöhnlich viel. Angriff Rockenfeller. Außenrum geht es hier aber schwierig. Jetzt versucht er innen reinzufahren und macht das clever. Und jetzt hat er eine Chance. Mike Rockenfeller und er ist vorbei. Das war Bilderbuch. Glückwunsch. Und das zeigt, was hier um Platz 9, da kann sich der Ernst freuen. Platz 1 und 2 würde ihm besser gefallen, ganz klar, aber Kompliment, sehr gut gemacht von Mike Rockenfeller. Rockenfeller, neuer Achter, Wittmann jetzt auf der 9, außen angetäuscht und dann innen reingefahren, sehr starkes Manöver von Mike Rockenfeller. Ja, das ist Bilderbuch, das gelingt nicht immer, damit hat sicherlich Wittmann nicht gerechnet. Ja, Ernst, das ist ein Racer, der freut sich auch, wenn es um Platz 9 geht natürlich. Auseinandergerissen, das Feld. Paul Di Resta haben wir gerade noch gesehen mit der 3 auf Position 3. Dann Vitoris und Farfus. Dem fehlt der Topspeed. Dem fehlt die Möglichkeit, dran zu bleiben und zu drängeln. Vitoris hier so unter Druck zu setzen, so nah ranzufahren, dass er mit dem Klappflügel vielleicht auch vorbeikommt. Das ist das, was wir schon das ganze gesamte Wochenende verfolgt haben, dass BMW da Schwierigkeiten hat. Aber kein anderer Audi kann auch nur ähnliche Zeiten fahren wie Mortara. Das ist wirklich bemerkenswert. So ausgeglichen das Feld ist im Qualifying, so oft zieht es sich dann doch ziemlich weit auseinander. Auch Ekström bleibt die 2 Sekunden hinter Farfus. Farfus hält sich im ersten BMW auf Platz 5 wacker, das muss man sagen. Hängt aber schon lange hinter Vitoris fest und wie du sagst, kommt nicht vorbei. Bruno Spengler, der weiter tapfer kämpft, aber der hinter ihm fährt, der hat sich verändert, denn Antonio Felix da Costa ist vorbei und auch Nico Müller, die haben es inzwischen geschafft, vorbei an Bruno Spengler, dessen Auto einfach nicht
das richtige Tempo hat, um hier mitzufahren. Und Sie sehen, wie schnell Sie dann Spengler hinter sich lassen, wenn Sie dann mal vorbei sind. Da haben wir Müller im grauen Audi, Martin dann dahinter. Und dann gibt es einen kleinen Kontakt, so sieht's aus. Und dann kommt Nico Müller raus. Nochmal kleiner Kontakt, aber das ist alles in Ordnung. Der Schweizer am Schweizer Nationalfeiertag heute vorbei, also an Spengler, aber noch weg von den Punkten. Und das wird ein harter Weg für Nico Müller. Er ist im Moment auf Position 13. BMW behind you is faster than you. Und wir sind auf Kurs, hier zum ersten Mal in dieser Saison einen Nicht-Audi-Piloten als Tabellenführer zu sehen. Wenn es so zu Ende geht, dann übernimmt nämlich Pascal Wehrlein zum ersten Mal in seiner jungen Karriere die Tabellenführung in der DTM. Vor Ekström, vor Mortara und vor Green, der eben mit 0 Punkten heute nach Hause geht. Das steht schon fest. Aber es ist noch ein Weg. 14 Minuten, wie gesagt, plus eine Runde. Ja, und die freundliche Verkehrsdurchsage, der BMW behind you is quicker. Das wissen wir auch schon mittlerweile, was das bedeutet. Also Bruno, grab dich ein, lass ihn vorbei. Und das auch, wenn es um Platz 14 geht. Und am besten so, dass Scheider eben nicht mit durchgeht, sondern nur Martin, der hinter Spengler fährt. Große Lücken da vorne. Da scheint alles sich sortiert zu haben. Und Vitoris kriegt auch nicht richtig Feuer von Augusto Farfus. Podest scheint im Moment vergeben zu sein. Mortara, Wehrlein, die Resta. Dann Vitoris, dann Farfus. Und dahinter ist auch schon Ekström, der sich immer scheibchenweise hier noch DRS ranpirscht an diese zwei, die wir hier sehen. Aber Ekström fährt durchgängig, obwohl er eigentlich keinen Gegner, also kein nicht bedrängt ist, fährt er durchgehend eine halbe Sekunde langsamer als Mortara an der Spitze. Ja, mit dem kann er nicht mitgehen, der teilt sich wirklich ganz locker ein, Edo Mortara, aber ein bisschen schneller ist er als Vitoris und als Farfus. Vielleicht kann er sich noch ranpirschen, wenn er jetzt ins DRS-Fenster kommt, das ist aber noch ein bisschen weg, 1,8 Sekunden sein Rückstand auf Farfus, da haben wir den ältesten Piloten, den alten Schweden, Mattias Ekström. Und das sind die zwei, die er jagt. Vitoris und Farfus. Ja, wir haben hier hervorragende Slow-Motion-Bilder mit einer Spezialkamera. Die ist einmalig und die zeichnet Bilder auf, wie es die sonst nirgendwo gibt. Vielleicht haben wir immer mal wieder zwischendurch Zeit, das einzuspielen und zu genießen. 14. hat Ekström übrigens gut gemacht in der abgelaufenen Runde. Also der Schwede ist auf Angriff gebürstet, wie immer, könnte man sagen. Und er will natürlich hier noch Punkte gut machen. Im Moment hat er nämlich, wenn es so bleibt, 10 Punkte Rückstand auf Pascal Wehrlein. Wenn es nur 8 oder sogar nur 6 wären, wäre ihm das natürlich deutlich sympathischer. Dafür muss er noch ein oder zwei Plätze. Pick 1, you're quicker, pick 2 and you lose pick 3 compared to Oki. Rauslassen. Gary Paffett bekommt da die Ansage von seinem Renningenieur Gaetan Jego, dass er im Vergleich zu Rockenfeller in den ersten beiden Sektoren ganz ordentlich aussieht, im dritten aber verliert gegen Mike Rockenfeller, der 1,9 Sekunden hinter Paffett unterwegs ist. Und Ekström, ja, langsam hat er sie schon bildfüllend in der Frontscheibe, Farfus und Vitoris. Ja, und wir wissen ja, dass Mattias Ekström der Reifenflüsterer überhaupt ist, der in der zweiten Rennhälfte, im dritten Renndrittel immer noch Gummi hat und Gummi geben kann und deshalb nach vorne kommt. Und vor allem, und jetzt wird es ganz interessant, wie weit ist er zurück? Ja, 1,5 Sekunden hinter Farfus, also wenn er in diese Sekunde kommen sollte hinter Farfus, dann kann er richtig Meter machen, dann kann er den Klappflügel benutzen. No DRS for extra. No DRS. Das ist genau die Entwarnung, die Farfus bekommt. Noch darf er keinen Klappflügel benutzen. Der Mann hinter dir, Mattias Ekström, das wird ihn beruhigen, denn man kann, wie gesagt, so eine halbe Sekunde pro Runde da rausfahren, mit Hilfe des Klappflügels. Ja. Und im ersten Sektor ist das Handicap von Ekström, da verliert er 2,5 Zehntel auf Farfus. In den beiden anderen Sektoren 2 und 3 ist er etwas schneller. Aber es pendelt sich bei diesen 1,5 Sekunden ein, er kommt nicht wirklich näher.
Vorne übrigens verpassen sie nichts. Mortara hat 3,3 Sekunden Vorsprung vor Wehrlein und der hat 6 Sekunden inzwischen auf Paul Di Resta, den Drittplatzierten, und der wiederum fast 5 Sekunden auf Vitoris. Ja, Mortara ist jetzt der Einzige, der noch 25er Zeiten gefahren ist in der letzten Runde. Jetzt ist es bei ihm auch eine 26-0. Wehrlein kommt ab mit 25-8. Alle anderen fahren deutlich über 26. Gap to Farfus 1.3. Zwei Zehntel hat er gut gemacht. Matthias Ekström in der letzten Runde auf Farfus. Ja, nochmal 3 Zehntel weg. Oder besser noch 4. Dann wird es interessant. Und das Ganze erinnert so ein bisschen an Hockenheim. Zumindest wenn man aufs Podest schaut. Zwar ist der, der ganz vorne ist, ein anderer. In Hockenheim war Green vorne und nicht Mortara. Aber dahinter eben diese beiden. Wehrlein und Di Resta. Für die hat es dann in ganz andere Richtungen ausgeschlagen. Das Pendel, Wehrlein konstant vorne, bester Mercedes in der Tabelle und Paul Di Resta, der wäre seither überhaupt nicht mehr auf dem Podest und kommt jetzt als Dritter vielleicht mal wieder drauf. Der Schotte, der sonst auch ein sehr schwieriges Jahr erlebt. Contadea, Da Costa, Nico Müller, Spengler hat den Befehl befolgt. Maxime Martin ist durchgefahren, vorbeigefahren am Mann mit der Nummer 7. An Bruno Spengler, und der ist ein Profi, der hat es geschafft. Scheider und auch Molina hinter sich zu halten. Wehrlein fährt jetzt seine persönliche beste Zeit, beste Runde 25-7. Das ist das Überholmanöver von Martin gegen Spengler. Das war die Folge der Durchsage, der BMW behind you is quicker, aber so richtig quicker, so richtig wollte er eigentlich nicht. Nee, so richtig wollte er nicht. So richtig wollte er überhaupt nicht, Bruno Spengler, denn Bruno Spengler ist der beste BMW in der Gesamtwertung. Das war die Inboard, Onboard, das sieht man. Ja, da wird schön angeklopft, aber ja, wenn schon, dann muss man ein bisschen mehr Platz lassen, aber freiwillig, unfreiwillig, würde ich sagen. Da wird es ein, zwei Sätze geben in der Fahrerbesprechung danach, da bin ich mir relativ sicher, zwischen Martha und Spengler. Ja, wenn ich die schon vorbeilassen muss, dann kriegst du ein bisschen Lack von mir. Timo Scheider. Wehrlein jetzt in den ersten beiden Sektoren etwas schneller. 2 Zehntel, 1,5 Zehntel gut gemacht, aber das ist ein weiter Weg. Jetzt sind es 2,9 Sekunden Rückstand und noch 6 Minuten 40 plus eine Runde. Und wir gucken auch noch mal vorne auf die Spitze. Edo Mortara, da ist er in grün und blau. Vorneweg Wehrlein, die fahren in der eigenen Welt. Mortara kontrolliert das Ganze, der kann noch schneller als Wehrlein, so sieht es fast aus, zumindest lässt er ihn nicht rankommen. 3 Sekunden der Abstand, ein bisschen kleiner geworden, aber es sieht alles sehr, sehr komfortabel aus für den Franco-Italiener Edo Mortara, der hier nach seinem Sieg 2012, seinem Premierensieg in der DTM, hier jetzt wohl wieder ganz oben steht auf dem Podest und wieder scheint einer von Pole zu gewinnen. Und dann muss man lange, lange, lange warten, bis Paul Di Resta dann auch mal um die Ecke kommt. Der Schotte, der trotzdem mit der 3 auf Kurs zu Position 3 ist. Und die besten Reifen hat Wehrlein. Er fährt absolute Bestzeit im zweiten Sektor. Im ersten Sektor ein Zehntel schneller als Mortara. Im zweiten über ein Zehntel schneller. Aber wie gesagt, 2,9 sind ein gutes Polster. Ich denke mal, dass Mortara das kontrolliert. Aber sehr bemerkenswert, dass Wehrlein den Speed hat. Deutlich besseren Speed als sein Teamkollege Di Resta. Der Wehrlein fährt 25,7, Mortara 25,8 an der Spitze und Paul Di Resta 26,3. 6 Zehntel fast langsamer als der erste Mercedes. Und
Ekström ist immer noch nicht dran. 1,1 Sekunden und dann geht ihm jetzt auch langsam die Zeit aus. Da haben wir den Mann mit der 5, den Schweden, Mathias Ekström. Aber 2 Zehntel gut gemacht. Wenn er die nächste Runde wieder 2 Zehntel schafft, dann ist DRS-Time und dann... Dann ist die Frage, ob es noch reicht. Ob es noch reicht in den 4 Minuten 47, wenn der Führende dann über Start und Ziel geht. Wenn die Zeit abgelaufen ist, dann muss er noch eine Runde fahren. Aber es könnte tatsächlich nochmal ein furioses Finale werden von Mathias Ekström, wenn es einem zuzutrauen ist, dass er da noch rankommt. Matara konnte das gleich mal. So nicht, mein Freund. Ich habe auch noch Gummi, sagt er, und fährt seine persönliche Bestzeit im zweiten Sektor. Halbe Sekunde schneller als Wehrlein. Und Ekström, der nimmt ein bisschen steirischen Boden mit, fährt natürlich hier auf der letzten Rille und sucht seine Chance, um noch Punkte zu sammeln. Jeder Punkt wichtig in der Gesamtwertung, die so eng ist. Alle sind sie zusammengerückt. Ganz eng an der Spitze der Tabelle. Molina, der kommt da quer durch die Kurve in Schwarz und Rot. Miguel Molina und extra penalty. Das ist Blomqvist gegen Molina, das wir gerade noch sehen. Und die Information über Boxenfunk, die ist wichtig. Ist zwar eine Sekunde, aber er ist immer noch nicht drin. Er muss unter einer Sekunde sein, um im DRS-Fenster zu sein. Also Mathias Ekström darf immer noch nicht den Klappflügel benutzen im Kampf gegen Fahrfuß. Das ist die Ansage für den Schweden jetzt gerade. Mathias Ekström, eine DTM-Legende. Der 36-Jährige, 20 Rennen hat er gewonnen in seiner DTM-Karriere. Das letzte zum Saisonauftakt in Hockenheim am Sonntag. Und er ist wieder in einer Position, wo er um seinen dritten Meistertitel mitkämpfen kann nach 2004 und 2007. Three laps to go, Augusto, three laps. Und jetzt ist er dran. Jetzt kann er den Klappflügel benutzen. Und dann kommt sofort die Ansage über Funk. Los, drück drauf, du kannst runterklappen. Und da haben wir es schön gesehen, wie der Flügel klappt bei Mathias Ekström. Und Fahrfuß, der wird jetzt nochmal Feuer bekommen. Reicht das noch? Reicht das noch für Mathias Ekström, da ranzufahren an den Brasilianer, an Augusto Fahrfuß? Und schauen Sie mal, wie schnell das geht. Allein hier den Berg hoch mit Hilfe des Klappflügels für Mathias Ekström, der sofort wieder drückt, sofort wieder runter schalten kann den Klappflügel. Und der Blick geht in den Rückspiegel bei Augusto Fahrfuß. Sofort persönliche Bestzeit im ersten Sektor von Mathias Ekström. Und jetzt ist er fast schon da in Schlagdistanz zum Brasilianer. Und ich bin sicher, der Angriff, er wird kommen von Mathias Ekström. Vielleicht jetzt noch nicht, aber vielleicht schon nach Start und Ziel, wenn es wieder hochgeht. Diese lange, lange Gerade auf die Kurve 2 zu. Und Hans-Jürgen Abt, der weiß, er hat den Besten in der Kiste, der hier vorbeifahren kann an Augusto Fahrfuß, der sofort unkompromisslos seine Chance sucht, wenn sie da ist. Fährt weit raus Ekström in dieser Doppel rechts kurz vor Start und Ziel. Und jetzt weiß Augusto Fahrfuß, jetzt muss er sich richtig warm anziehen. Kleiner. Two laps to go. Two laps to go. Hakler, 2 Runden hat er noch. Also, er kann sich noch ein bisschen einteilen. Kleiner Hakler war weit draußen, war sehr unsanft von Mathias Ekström. Fahrfuß darf den Klappflügel natürlich auch benutzen hinter Vitoris, aber er ist einfach langsamer. Noch reicht's nicht für den Angriff von Mathias Ekström. Fahrfuß weiß, wen er dahinter sich hat.
Er weiß, dass er natürlich jetzt aufpassen muss. Vitoris, der ist erstmal noch fein raus, genau wie er. Zeit abgelaufen für Edo Mortara. Der geht jetzt über Start und Ziel. Und jetzt muss er noch einmal rum. Jetzt muss er noch einmal rum. Einmal 4,3 Kilometer auf dem Weg zu seinem Triumph hier in Spielberg nach der zweiten Pole seiner DTM-Karriere. Ist die Chance da, beziehungsweise ist der Sieg, der dritte Sieg seiner Karriere in der DTM fast eingefahren. Und jetzt muss Augusto Farfus, jetzt muss er aufpassen. Letzte Chance, letzte Runde für Matthias Ekström. Greift er an, setzt er alles auf eine Karte. Matthias Ekström, kommt er nah genug ran? Das ist die Frage. Jetzt hier den Berg hoch. Und Augusto Farfus, ja, reicht nicht. Der fährt natürlich innen zu das Loch. Da ist kein Platz für Matthias Ekström. Der verteidigt jetzt natürlich Augusto Farfus. Er weiß, er bleibt Zweiter in der Gesamtwertung, Matthias Ekström. 10 Punkte Rückstand hat er nur auf Pascal Wehrlein, der die Führung übernehmen wird. Er ist natürlich erfahren, er weiß, nicht mit jedem Risiko kann er angreifen. Aber er zeigt sich nochmal, jetzt fährt er rein. Matthias Ekström gegen Farfus. Kurze Berührung und er geht durch. Matthias Ekström, das gibt's doch nicht. Da drückt er noch mal kurz auf den Flügel und Edo Mortara gewinnt das Rennen. Aber Matthias Ekström, der sorgt hier noch mal für den Aufreger in dieser letzten Runde. Wehrlein und die Rester auf 2 und 3. Und Matthias Ekström, der rückt noch mal 2 Punkte ran an den neuen Gesamtführenden, an Pascal Wehrlein. Good move, Matthias. Good move. VP of 2 years ago. Please save fuel. See fuel. Good job. Good job. Important points. P5. Edo won the race. Good job. Florian Modlinger. Good move. Good move. Mehr ist dazu eigentlich nicht zu sagen. Vielleicht kann man es ein bisschen emotionaler vorbringen, denn das war richtig klasse, was Matthias Ekström da nochmal gezeigt hat, wie er Augusto Farfus dann doch nochmal übertölpelt hat in dieser letzten Runde. Da bin ich. Schau hier außen, da musst du zumachen. Von wegen, innen fährt er rein. Dann geht es nicht ohne Berührung, das ist klar. Und dann ist er vorbei an Augusto Farfus. Von der Rennleitung bekommt er sofort das Okay, dass das in Ordnung war. Das ist Tourenwagensport. Das ist für Augusto Farfus nicht so lustig. Aber das gehört natürlich dazu. Edo Mortara, er macht einen Sprung nach vorne in der Gesamtwertung von 4 auf 3. Jamie Green ist jetzt auf die 4 durchgereicht worden wegen seines Pechs mit der Schaltung, wegen seines Defekts. Und jetzt sind sie ganz eng beieinander. Wehrlein 94 Punkte, dann 8 Punkte dahinter. Matthias Ekström, Mortara 83 Punkte. Noch Green ist noch in Schlagdistanz mit 81 Punkten. Das ist richtig spannend. Und zum ersten Mal, ich habe Hans-Jürgen Abt und Thomas Biermeier sich nicht mehr einkriegen. Harry Unfler da hinten noch vom Team Abt über den Sieg von Mortara und das Heldenstück von Matthias Ekström in dieser letzten Runde. Ja, viel besser kann es nicht laufen. Aber um das zu Ende zu bringen, zum ersten Mal in dieser Saison führt nicht ein Audi-Fahrer die Tabelle an. Pascal Wehrlein nämlich, der 20-Jährige im Mercedes, der jüngste DTM-Fahrer aller Zeiten, der jüngste Sieger in der DTM aller Zeiten. Er ist jetzt zum ersten Mal in seiner Karriere ganz vorne in der Gesamtwertung. Klaus Lufen, bitte. Die DTM im Ersten. Rasante Unterhaltung mit Bosch, dem Motormanagement der DTM. Und Aral Ultimate 102, dem Kraftstoff der DTM. Das ist genau die Entwarnung, die Farfus bekommt. Noch darf er keinen Klappflügel benutzen. Der Mann hinter dir, Matthias Ekström,
Das wird ihn beruhigen, denn man kann, wie gesagt, so eine halbe Sekunde pro Runde da rausfahren, mit Hilfe des Klappflügels. Ja, und im ersten Sektor ist das Handicap von Ekström, da verliert er 2,5 Zehntel auf Fahrfuß. In den beiden anderen Sektoren 2 und 3 ist er etwas schneller. Aber es pendelt sich bei diesen 1,5 Sekunden ein, er kommt nicht wirklich näher. Vorne übrigens verpassen sie nichts. Mortara hat 3,3 Sekunden Vorsprung vor Wehrlein und der hat 6 Sekunden inzwischen auf Paul Di Resta, den Drittplatzierten, und der wiederum fast 5 Sekunden auf Vitores. Ja, Mortara ist jetzt der Einzige, der noch 25er Zeiten gefahren ist in der letzten Runde. Jetzt ist es bei ihm auch eine 26-0. Wehrlein kontert mit 25-8. Alle anderen fahren deutlich über 26. Gap to Fahrfuß 1,3. 1,3. Zwei Zehntel hat er gut gemacht, Matthias Ekström, in der letzten Runde auf Fahrfuß. Ja, nochmal 3 Zehntel weg. Oder besser noch 4, dann wird es interessant. Und das Ganze erinnert so ein bisschen an Hockenheim, zumindest wenn man aufs Podest schaut. Zwar ist der ganz vorne ist, ein anderer. In Hockenheim war Green vorne und nicht Mortara. Aber dahinter eben diese beiden, Wehrlein und Di Resta. Für die hat es dann in ganz andere Richtungen ausgeschlagen. Das Pendel, Wehrlein konstant vorne, bester Mercedes in der Tabelle und Paul Di Resta, der wäre seither überhaupt nicht mehr auf dem Podest und kommt jetzt als Dritter vielleicht mal wieder drauf, der Schotte, der sonst auch ein sehr schwieriges Jahr erlebt. Cadea, Da Costa, Nico Müller, Spengler hat den Befehl befolgt, Maxime Martin ist durchgefahren, vorbeigefahren am Mann mit der Nummer 7 an Bruno Spengler, und der ist ein Profi, der hat es geschafft. Scheider und auch Molina hinter sich zu halten. Wehrlein fährt jetzt seine persönliche beste Zeit, beste Runde 25,7. Das ist das Überholmanöver von Martin gegen Spengler. Das war die Folge der Durchsage, der BMW behind you is quicker, aber so richtig quicker, so richtig wollte er eigentlich nicht. So richtig wollte er überhaupt nicht, Bruno Spengler, denn Bruno Spengler ist der beste BMW in der Gesamtwertung. Das war die Inboard, Onboard, das sieht man. Ja, da wird schön angeklopft, aber ja, wenn schon, dann muss man ein bisschen mehr Platz lassen, aber freiwillig, unfreiwillig, würde ich sagen. Da wird es ein, zwei Sätze geben in der Fahrerbesprechung danach, da bin ich mir relativ sicher, zwischen Martin und Spengler. Ja, wenn ich die schon vorbeilassen muss, dann kriegst du ein bisschen Lack von mir. Timo Scheider. Wehrlein jetzt in den ersten beiden Sektoren etwas schneller. 2 Zehntel, 1,5 Zehntel gut gemacht, aber das ist ein weiter Weg. Jetzt sind es 2,9 Sekunden Rückstand und noch 6 Minuten 40 plus eine Runde. Und wir gucken auch noch mal vorne auf die Spitze. Edo Mortara, da ist er in grün und blau. Vorne weg, Wehrlein, die fahren in der eigenen Welt. Mortara kontrolliert das Ganze, der kann noch schneller als Wehrlein. So sieht es fast aus, zumindest lässt er ihn nicht rankommen. 3 Sekunden der Abstand, ein bisschen kleiner geworden. Aber es sieht alles sehr, sehr komfortabel aus für den Franco-Italiener Edo Mortara, der hier nach seinem Sieg 2012, seinem Premierensieg in der DTM, hier jetzt wohl wieder ganz oben steht auf dem Podest. Und wieder scheint einer von Paul zu gewinnen. Und dann muss man lange, lange, lange warten, bis Paul Di Resta dann auch mal um die Ecke kommt. Der Schotte, der trotzdem mit der 3 auf Kurs zu Position 3 ist. Und die besten Reifen hat Wehrlein. Er fährt absolute Bestzeit im zweiten Sektor. Im ersten Sektor ein Zehntel schneller als Mortara. Im zweiten über ein Zehntel schneller.
Aber wie gesagt, 2,9 sind ein gutes Polster. Ich denke mal, dass Mortara das kontrolliert. Aber sehr bemerkenswert, dass Wehrlein den Speed hat. Deutlich besseren Speed als sein Teamkollege Di Resta. Der Wehrlein fährt 25,7. Mortara 25,8 an der Spitze. Und Paul Di Resta 26,3. 6 Zehntel fast langsamer als der erste Mercedes. Und Ekström ist immer noch nicht dran. 1,1 Sekunden. Und dann geht ihm jetzt auch langsam die Zeit aus. Da haben wir ihn, den Mann mit der 5, den Schweden, Matthias Ekström. Aber 2 Zehntel gut gemacht. Wenn er die nächste Runde wieder 2 Zehntel schafft, dann ist DRS-Time. Und dann ist die Frage, ob es noch reicht. Ob es noch reicht in den 4 Minuten 47, wenn der Führende dann über Start und Ziel geht. Wenn die Zeit abgelaufen ist, dann muss er noch eine Runde fahren. Aber es könnte tatsächlich noch mal ein furioses Finale werden von Matthias Ekström, wenn es einem zuzutrauen ist, dass er da noch rankommt. Mortara kontert gleich mal. So nicht, mein Freund. Ich habe auch noch Gummi, sagt er, und fährt seine persönliche Bestzeit im zweiten Sektor. Halbe Sekunde schneller als Wehrlein. Und Ekström, der nimmt ein bisschen steirischen Boden mit, fährt natürlich hier auf der letzten Rille und sucht seine Chance, um noch Punkte zu sammeln. Jeder Punkt wichtig in der Gesamtwertung, die so eng ist. Alle sind sie zusammengerückt. Ganz eng an der Spitze der Tabelle. Molina, der kommt da quer durch die Kurve in Schwarz und Rot. Miguel Molina und extra penalty. No DRS behind you. No DRS. Das ist Blomqvist gegen Molina, das wir gerade noch sehen. Und die Information über Boxenfunk, die ist wichtig. Ist zwar eine Sekunde, aber er ist immer noch nicht drin. Er muss unter einer Sekunde sein, um im DRS-Fenster zu sein. Also Matthias Ekström darf immer noch nicht den Klappflügel benutzen im Kampf gegen Fahrfuß. Das ist die Ansage für den Schweden jetzt gerade. Matthias Ekström, eine DTM-Legende. Der 36-Jährige, 20 Rennen hat er gewonnen in seiner DTM-Karriere. Das letzte zum Saisonauftakt in Hockenheim am Sonntag. Und er ist wieder in einer Position, wo er um seinen dritten Meistertitel mitkämpfen kann nach 2004 und 2007. Three laps to go, Augusto, three laps. Und jetzt ist er dran. Jetzt kann er den Klappflügel benutzen. Und dann kommt sofort die Ansage über Funk. Los, drück drauf, du kannst runterklappen. Und da haben wir es schön gesehen, wie der Flügel klappt bei Matthias Ekström. Und Fahrfuß, der wird jetzt nochmal Feuer bekommen. Reicht das noch? Reicht das noch für Matthias Ekström, da ranzufahren an den Brasilianer, an Augusto Fahrfuß? Und schauen Sie mal, wie schnell das geht. Allein hier den Berg hoch, mit Hilfe des Klappflügels für Matthias Ekström, der sofort wieder drückt, sofort wieder runter schalten kann, den Klappflügel. Und der Blick geht in den Rückspiegel bei Augusto Fahrfuß. Sofort persönliche Bestzeit im ersten Sektor von Matthias Ekström. Und jetzt ist er fast schon da, in Schlagdistanz zum Brasilianer. Und ich bin sicher, der Angriff, er wird kommen von Matthias Ekström. Vielleicht jetzt noch nicht, aber vielleicht schon nach Start und Ziel, wenn es wieder hochgeht. Diese lange, lange Gerade auf die Kurve 2 zu. Und Hans-Jürgen Abt, der weiß, er hat den Besten in der Kiste, der hier vorbeifahren kann an Augusto Fahrfuß, der sofort unkompromisslos seine Chance sucht, wenn sie da ist. Fährt weit raus Ekström in dieser Doppel rechts kurz vor Start und Ziel. Und jetzt weiß Augusto Fahrfuß, jetzt muss er sich, für dass er einen anderen Fahrer von der Strecke gedrängt hat. Ja, das war die Aktion hat mit Trockenfeller. Genau. Das war schon ein bisschen rustikal, aber Bruno ist dafür außerhalb der Punkteränge.
Und er hat sich ja versucht zu verteidigen, hat die Position eh verloren. Also sonst wäre vielleicht die Entscheidung anders ausgefallen. Wehrlein jetzt mit bester Sektorzeit in der Mitte. Das ist ein gutes Zeichen für ihn. Das sind fast 2 Zehntel, die er aufgeholt hat auf Matara. Also noch könnte was gehen an der Spitze. Jetzt wird es angezeigt. Spengler. Der Rempler. Augusto Farfus, der ist weiterhin Fünfter hinter Vitoris. Da haben wir Vitoris mit der 8 in Schwarz und dahinter Farfus haben wir gerade den Klappflügel zuspringen sehen, hochspringen sehen. Jetzt wird gleich wieder gedrückt hier hoch. Diese lange, lange Gerade, wo es bergauf geht und wo sich Farfus wieder ranpirschen kann an Vitoris. Zumindest ist so der Gedanke. Aber das hat die haben die letzten Tage gezeigt, im Topspeed, da haben die BMW Probleme mitzuhalten gegen Audi, gegen Mercedes, und das muss man genau verfolgen. Jetzt Robert Wickens mit einem Problem. Ja, da sollte man nicht sonst zu lange aufhalten, das wird nichts mehr bei ihm. Und Bruno Spengler, der kann sich nicht mehr so richtig gut verteidigen, hat ganz schnell abreißen lassen müssen. Das ist wieder die Sicht aus seinem Heck. Und wieder hat es da gerumpelt, da musste Nico Müller ein bisschen in den Dreck. Cuncadea ist vorbei, aber dahinter, da kommen schon die restlichen der Meute. Da kommt Da Costa, da kommen Müller und Martin und die fressen Spengler jetzt langsam, aber sicher auf, der das Tempo einfach nicht mitgehen kann, der hier sofort hat abreißen lassen müssen zu Rockenfeller und zu Tombe. Und jetzt kann er wohl auch die anderen nicht mehr lange halten. Scheider ist einer davon. Und wir haben am Mikrofon jetzt Jamie Green bei Valesco Homburg. Was wir im Moment gehört haben, sie konnten die Gänge nicht mehr ändern. Was war genau los, Jamie? Ja, das war ja ein ungewöhnliches Schaltungsproblem. Ich war P1 und alles war perfekt und dann nur halbe Runde und ich hatte ein Schaltungsproblem und das war nicht möglich zu machen, die richtige Gang für die Kurve, und das ist, weil ich war nicht schnell von Kurve 1 in die zweite Runde. Ja. Wie kann denn so etwas passieren? Ganz ärgerlich und nicht normal zu haben, dieses Problem, aber Sie müssen sehr enttäuscht sein, nach den letzten Wochen vor allem, oder? Das ist, yeah, that's life. Aber ich habe ein gutes Job gemacht und nicht meine Fehler. Und ja, bis morgen. Vielen Dank. Wittmann und Peffert liefern sich hier einen harten Zweikampf. Wittmann von Position 8 vorbei jetzt an Peffert, ist jetzt der neue Siebtplatzierte. Ekström ist ja schon vorbei an Peffert und er muss auch Wittmann jetzt ziehen lassen. Kann sich nicht mehr verteidigen. Und das ist einigermaßen überraschend, dass der BMW von Wittmann jetzt besser geht als der Mercedes von Peffert, Norbert. Ja, es geht eigentlich nur ein Mercedes richtig gut. Das ist der von Wehrlein. Hat allerdings seine Mühe mit Mortara. Denn Mortara fährt einen kleinen Tick schneller. Das ist immer noch bei 1,8 Sekunden. Aber die Rest da bereits eine halbe Sekunde langsamer als Wehrlein. Vitoris langsamer. Farfus kommt ran und kann attackieren. Also der erste, der Lonely Cowboy BMW, Nummer 5, auf Platz 5, der kann an Vitoris vorbeigehen. Also es sieht doch nicht so düster aus für BMW, für Wittmann und für Farfus zumindest. Der Rennspeed ist jetzt etwas besser. Oh, kann die Linie nicht halten, Marco Wittmann, und dann schlüpft Gary Paffett wieder durch. Ja, den kleinsten Fehler darf man sich nicht erlauben, sonst ist mindestens einer vorbei, aber wenn es dumm läuft, auch mehrere. Auch Tombe kommt dicht daran. Profitiert von dem Zweikampf und lauert jetzt. Und Rockefeller, so, das gibt gleich einen Viererpack. Aber ja, kaum haben wir Marco erwähnt und gelobt, schon ist er richtig unter Druck. Adrien Tombe mit der 27 jagt ihn jetzt. Tombe, einer der besten Freunde von Jules Bianchi, dem verstorbenen Formel-1-Fahrer. Ja, zu spät gebremst, zu weit, Peffert innen durch. Ich habe gestern lange mit Tombe gesprochen, hat gesagt, erst seit 2-3 Tagen kann er sich wieder konzentrieren. War eine harte Zeit für ihn, war bei der Trauerfeier von Bianchi in Südfrankreich. Aber er hat gesagt, in der Summe macht es ihn als Rennfahrer stärker, glaubt er. Und im Auto wird er sich davon nicht ablenken lassen.
Ja, Wehrlein hat 6 Zehntel verloren jetzt in einer Runde. Alles in einem Sektor. Entweder es zeichnet sich ein Reifenabbau ab, das müssen wir in der folgenden Runde verfolgen, oder es war ein kleiner Fehler im Mittelsektor. Schauen wir mal, was diese Runde bringt. Tomczyk an die Box. Ende für das Martin war's. Tomczyk, nächste Enttäuschung für ihn. Eine Saison, die wieder sehr, sehr schwer ist für Martin Tomczyk. Ja. Ja. Motara, durchdrehende Räder. Das nutzt Green sofort aus. Geht innen rein. Dann geht's rechts rum. Dann hat er die besseren Karten. Und dann das Drama mit der Schaltung. Dass Jamie Green die Verteidigung der Tabellenführung vereitelt. Der Polesetter ist vorne, also 5 von 7 Rennen wurden ja vom Polesetter gewonnen in Spielberg. Es zeichnet sich eine Fortsetzung ab. Edo Mortara bleibt vorne mit ein bisschen Glück, weil Jamie Green eben aufgeben musste. Und sonst kleine Veränderungen im hinteren Teil des Feldes haben wir gesehen. Tombe gegen Wittmann hat wieder ein bisschen Luft lassen müssen. Wittmann eher wieder näher an Peffe dran gerückt. Und Spengler, der hält sich tapfer hinter Kunkaleja, hat jetzt hier dieses Corso hinter sich gehalten mit 6 Fahrzeugen, die da folgen. Aber nach 11 Runden, 21 Sekunden zurück, Spengler, der neulich noch aufs Podium gefahren ist, also 21 Sekunden in 11 Runden, das ist eine Ansage, das sind fast 2 Sekunden pro Runde. Tomczyks Auto, Frontsplitter beschädigt nach einer Rauferei, deshalb nicht mehr fahrbar, deshalb Rennende. Da sehen wir es. Martin Tomczyk sieht noch ein bisschen doller aus als bei Robert Wickens, der ja auch mit so einem Problem vorne rechts an die Box kam und auch das Rennen beenden musste. Ja, nicht gut für Schnitzer. Das ist ja sowas wie ein Heimrennen hier. Mit der nächste Spielort von Freilassing aus hier in Spielberg. Tomczyk raus und Spengler 12. Da Costa, Teamkollege ist Da Costa. 13., also noch ein Platz weiter hinten. Spengler war im ersten BMW ja bei Schnitzer, so ist richtig. Aber jetzt Da Costa, der Sieger des letzten Rennens, ja. Ja, inzwischen Spengler bei MTech zusammen mit Timo Glock waren ja im letzten Wochenende im Einsatz in Spa, während Wittmann sich jetzt mit Tombe auseinandersetzen muss. Tombe, Beschleunigungsduell, beide haben den Klappflügel unten, jetzt klappt er wieder hoch. Tombe lässt ihn einen Tick länger stehen, aber er muss außen rum, das wird nicht reichen für Adrian Tombe, muss er zurückstecken und hat Glück, dass er Rockenfeller hinter sich halten kann. Ja, kann das überhaupt? Nee, er kann es nicht. Mike Rockenfeller wieder vorbei, hat Tombe zu viel Risiko gegeben, zu viel gewollt und hat jetzt wieder viel Arbeit und muss sich wieder ranpirschen an die Autos vor ihm. Ja, da geht es um die letzten Punkte. Das ist der Kampf um Platz 9 und 10. Rockenfeller Tombe. So, und wir machen ganz kurz, während wir nochmal diese Wiederholung sehen, wieder in der zweiten Kurve der kleine Wackler von Wittmann, den er dann aber dann gut ausgebügelt hat und die Position halten konnte. Und wir machen jetzt kurz eine Splitscreen-Werbung. Sie sehen weiter alles und wir sind kurz mal ruhig. Die DTM im Ersten. Rasante Unterhaltung mit Bosch. Dem Motormanagement der DTM. Und Aral Ultimate 102, dem Kraftstoff der DTM.
Hochzeit in der DTM. Das Bergfest, wie passend, in den Alpen. Im österreichischen Spielberg, gut 8 Autostunden von Berlin entfernt. Kurz hinter Passau passieren wir die Grenze zu Österreich. Vorbei an Linz geht es Richtung Steiermark. 70 Kilometer von Graz entfernt liegt das kleine Örtchen Spielberg. Und im Übrigen war das heute in der Steiermark ein wunderbarer Tag zum Wandern, entweder hier in der Boxengasse oder mit freier Sicht über die Berge bei 25, 26 Grad. Herrlich, aber Richtung Abend erhöhen wir jetzt die Fortbewegungsgeschwindigkeit um ein deutliches. In diesem Sinne, hallo aus Spielberg, meine Damen und Herren, mit dem 9. Rennen der DTM marschieren wir jetzt gleich Richtung Halbzeit in dieser Saison 2015. Und im Grunde gibt es keinen schöneren Ort dafür, nämlich in die Halbzeit zu gehen, als diesen hier. Wunderbare Strecke, 4,3 Kilometer lang, sehr lange Gerade, auf der wir hier gerade stehen, und insgesamt ist das eine sehr, sehr hügelige Geschichte, also das verlangt allen Fahrern alles ab, und trotzdem sind sie alle gerne. Übrigens auch der Gesamtführende nach 8 Rennen, Jamie Green, der hat gestern bei den Kollegen von Audi das erste Fässchen angestochen, möglicherweise für ein erfolgreiches Wochenende bei Audi, und für ihn, obwohl man muss festhalten, eigentlich lief es für Jamie Green zuletzt alles andere als ausgelassen und entspannt. Und deshalb hat Klaus-Peter Hufer für uns mal all das, was bislang in der DTM geschah. Ihn sahen schon viele als den neuen Champion an. Jamie Green startete sehr stark in diese Saison. 3 Siege in den ersten 5 Rennen. Das war eine Ansage. Doch danach wendete sich das Blatt, seit 3 Rennen keine Punkte mehr für den Audi-Piloten. Und jetzt ist Jamie Green abgeflogen, der Tabellenführer steht im Kies. Noch führt Green mit 81 Punkten die Gesamtwertung an, doch sein Vorsprung schmilzt. Matthias Ekström sorgt für Konkurrenz aus dem eigenen Stall. Doch der Schwede ist ein Sonntagsfahrer, am Tag des Herrn stets in den Punkten. Samstags hingegen bislang nur einmal. Macht dennoch solide 76 Punkte. Genauso viel wie Pascal Wehrlein. Der Mercedes-Pilot feierte seinen bislang einzigen Saisonsieg samstags auf dem Nürburgring. Doch Wehrlein ist Mr. Zuverlässig, nur einmal nicht in den Punkten. So kann man auch Meister werden. BMW fuhr in dieser Saison der Konkurrenz hinterher. Doch dann kam Sandford. Nach einem 7-fach-Erfolg gestern sind heute 5 BMW-Fahrer. Viel Schaum um nichts oder ist BMW zurück in der Spur? Bruno Spengler als Gesamtsechster mit 52 Punkten ist jedenfalls durchaus noch in Schlagdistanz. Und auf die Kollegen bei BMW haben wir deshalb heute ein ganz besonderes Auge. In den vergangenen beiden Jahren, da landeten sie hier in Spielberg mit 3 bzw. 4 Autos ganz vorne. Und sowas würde dem Mann, der hier in seinem weißen BMW sitzt, diesmal sicherlich auch ganz gut zu Gesicht stehen. Marco Wittmann ist nämlich der Titelverteidiger. Jetzt muss er sich konzentrieren. Er liegt nämlich nach 8 Rennen bislang in Anführungszeichen nur auf Platz 7 mit aufsteigender Tendenz, zuletzt in Zandvoort. Das muss man mal festhalten. Aber heute vor ungefähr 3,5 Stunden im Qualifying, da waren aus seiner Sicht leider ein paar andere doch schon wieder schneller, Andreas Ahn. Erster, Zweiter. Manchmal sagen Zeichen mehr als Worte. Gewinner des Qualifyings, Edoardo Mortara. Der Italiener im blau-grünen Audi, Trainingsbeste auf seiner Lieblingsstrecke. Mortara schon Sieger 2012. Zweiter, Jamie Green. Der Meisterschaftsführende meldet sich nach Durststrecke von 4 Rennen mit Magerkost zurück im Titelkampf. Auf Rang 3 Pascal Wehrlein. Der Jüngste im Starterfeld, bester Mercedes, auch in der Meisterschaft auf Rang 3, will zum 8. Mal im 9. Rennen punkten. BMW-Desaster nach historischem 7-fach-Sieg in Zandvoort. Nur Augusto Farfus kann mithalten, der Brasilianer startet von Position 5. Spannung im Mittelfeld, Matthias Ekström nur auf Rang 9. Der Meisterschaftszweite muss sich durch ein Mercedes-Quintett mit BMW-Beteiligung kämpfen, will er nicht zu viele Punkte einbüßen.
Also aufatmen bei Audi, erste Startreihe komplett gebucht für die Jungs. Unterstützung heute im Übrigen durch Felix Neureuther, dem besten alpinen Skifahrer aus deutscher Sicht. Der ist Gast hier, fährt sogar in einer Rennserie mit. Mit dem beschäftigen wir uns morgen nochmal ausführlich. Aber heute geht's erstmal rein ins neunte Rennen. Und zwar mit einer BMW-Mannschaft, das sollen wir vielleicht am Ende noch sagen, die alles andere als rosige Aussichten hat. 5, 12, 13, 15, 18, 19 und so weiter. Schwierigste Aufgabe für die, begleitet jetzt von Philipp Sommer und von Norbert Haug. Die DTM im Ersten. Rasante Unterhaltung mit Bosch, dem Motormanagement der DTM. Und Aral Ultimate 102, dem Kraftstoff der DTM. Tja, und beim letzten Rennen, da war das noch so, dass es für BMW 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 war. Das hörte sich deutlich sympathischer an für die Münchner, für den Motorsportchef Jens Marquardt. Heute fahren sie wieder hinterher, weil, und das ist wohl das Fazit dieses Qualifyings, dieser Tage hier in Spielberg, das Auto nur funktioniert, wenn wirklich alles hundertprozentig passt für diesen BMW. Norbert Haug. Ja, das stimmt. Ich habe mit Bruno Spengler gesprochen, der ja in den letzten vier Rennen, muss man sagen, 40 Punkte gemacht hat. Und er sagt, er einfach hat die Balance nicht gefunden in den schnelleren Kurven des Kurses und hat sicherlich auch ein bisschen das Problem, den Berg hochzukommen mit dem genügenden Speed. Also da gibt es einige Handicaps. Wir haben 5 BMWs auf Platz 15 aufwärts. Also das, was es an Ballung vorne gab, in Sanford gibt es jetzt an Ballung hinten. Und sie gehen los in die Einführungsrunde zu einem sehr brisanten Rennen. Wir haben Edo Mortara vorne in Blau und Grün. Dahinter dann der Tabellenführer Jamie Green, ganz in Orange. Und dann sein härtester Verfolger, der Drittplatzierte in der Gesamtwertung, Pascal Wehrlein. Nur 5 Punkte Rückstand, 8 Meter, 5 Punkte der Abstand hier. 8 Meter zwischen Startplatz 2 und Startplatz 3 und 5 Punkte der Rückstand von Wehrlein in der Gesamtwertung. Dann kommt die Mercedes Armada, die diese beiden abschirmt und die ihnen den Zweitplatzierten vom Hals hält. Da kommt er, Matthias Ekström im blauen Audi. Matthias Ekström, der Schwede, der älteste Pilot im Feld. Es gibt 3 Schlüssel zum Sieg. Draufdrücken, dranbleiben und drängen. Draufdrücken. Der Start muss gewonnen werden. 5 von 7 Polesetter haben das Rennen hier gewinnen können in Spielberg. Wenn das nicht gelingt, dann muss man dranbleiben. Dann muss man sehen, dass man den Topspeed halten kann, in der Geraden schnell genug ist, um dran zu bleiben, um dann mit Hilfe des DRS, mit Hilfe des Klappflügels zu drängeln und dann auch vorbeizufahren, Norbert. Ja, das ist durchaus möglich hier. Wir werden das sehen. Also Sie können sich freuen auf ein Rennen mit Überholvorgängen. Also da können wir uns festlegen, das wird es geben. Es ist sehr wichtig, wie du sagst, Philipp, den Start zu gewinnen natürlich. Für Audi ist es Pflicht, jetzt hier mit Green und Mortara sich abzusetzen. Die sind natürlich beide in der Tabelle ganz weit vorne. Green führt, hat allerdings, wie wir vorher gehört haben, in den letzten 4 Rennen ganze 6 Punkte gemacht, in den ersten 4 Rennen 75, dreimal ein Nuller und jetzt wird es Zeit, dass wieder was aufs Konto kommt. Und das ist diese Strecke hier in Spielberg, 4,3 Kilometer lang, der Rundenrekord, der kommt von Mike Rockenfeller aus dem Jahr 2013. 40 Minuten werden wir fahren plus eine Runde, das die Distanz heute am Samstagabend beim ersten Rennen. Das Ganze ohne Pflichtboxenstopp. 10, 5, forward 2, forward, 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 stop, head off. Wird er eingewiesen. Also kein Pflichtboxenstopp. Das stop, bedeutet, good luck. Genau. Es gibt keine Taktiererei. Nein. Es gibt eigentlich nur eine Ansage. Das unten rechts wird es lauter. Absolut. Vollgas und dann davonfahren und das Beste rausholen aus dem Auto. Ja, wir werden den Berg hoch zu der engen Kehre oben, zu der rechtwinkligen Kehre werden wir einen großen Positionskampf sehen gleich nach dem Start. Erste Ecke ist natürlich entscheidend, auch bergauf. Alles steht. Mortara rollt da schon ein bisschen, obwohl die Ampel noch nicht aus ist. Bin gespannt, ob das alles okay war. Mortara kommt nicht gut weg. Jamie Green
setzt sich nach vorne und auch Wehrlein lauert schon, will vorbei an Mortara. Green gewinnt den Start, Mortara auf 2, Wehrlein auf 3. Dann schon kleine Lücke zu Paul Di Resta. Ja. Und das war nicht okay von Edo Mortara. Das hat ihn zumindest, vielleicht hat die Kupplung ein bisschen nachgegeben, ist ein bisschen angerollt. Mal sehen, was die Rennleitung dazu sagt. Aber es hat ihn auf jeden Fall irritiert, hat den Start dann direkt verloren gegen Jamie Green und kriegt jetzt richtig Feuer von der Konkurrenz, vor allem von Pascal Wehrlein. Spengler muss da weit gehen, auch Blomqvist im BMW in Kurve 2. Und jetzt sortiert sich das Ganze vorne. Fahrfuß, der auch schon Druck bekommt, und das ist Mike Rockenfeller, Junkadeja im Zweikampf, und Fahrfuß in Weiß und Rot, der muss sich Wickens vom Leib halten. Im hinteren Teil des Feldes hat Auer schon einige Positionen gut gemacht. Timo Glock im Moment in Gelb, ganz hinten am Ende des Feldes. Der Mortara wird ein Problem kriegen. Der Zucker am Start ist höchstwahrscheinlich nicht okay. Ich denke, wir kriegen bald eine Meldung von der Rennleitung. Die Rennleitung schaut sich das in diesen Sekunden an. Werden wir gleich hören, was da los ist. Jamie Green auf jeden Fall ist jetzt in der Position, um hier das Rennen zu kontrollieren. Hat noch einen Audi zwischen sich und seinem härtesten Verfolger, zwischen sich und Pascal Wehrlein und Matthias Ekström. Jetzt geht Mortara wieder nach vorne. Und Wehrlein gleich mit. Und was ist los bei Jamie Green? Ja, Green bleibt innen, hat die bessere Linie. Aber großes Problem bei Jamie Green, da ist was kaputt am Auto, irgendwas. Er kann nicht mehr, schalten. Er kann nicht mehr schalten, die Ansage von Jamie Green. Ist das bitter für den Tabellenführer? Wie hart, wieder null Punkte. Sorry about that, Jamie. Na, das sollte nicht passieren. Und das in der zweiten Runde. So, und will Mortara jetzt das Problem am Start. Schauen wir uns das nochmal an. Ja, hier beschleunigt er raus und nichts geht mehr. Ein Jammer. Da kommt der Rauch. Aus. Manchmal kann er schalten, manchmal nicht. Also wenn er fahren kann, soll er weitermachen. Aber das Rennen, das ist natürlich verloren. Das ist durch. Und jetzt ist Edo Mortara. Und das sagt er jetzt gerade, er wird keine Punkte mehr bekommen. Während vorne sich noch was getan hat, Paul Di Resta ist vorbei an Pascal Wehrlein. Ja, die Szene gab es sogar schon, als Green verlangsamt hat, konnte Pascal nicht vorbei. Und der Paul hat das genutzt. Noch immer haben wir keine Meldung von der Rennleitung. Vielleicht, es wird noch untersucht, ob das alles okay war. Das ist die Sicht aus dem Heck von Bruno Spengler, der vor Rockenfeller unterwegs ist. Das ist Di Resta, dann Wehrlein auf 2 und 3. Oh, Mortara fährt weg im Moment. Und da haben wir Spengler und Rockenfeller, die wir gerade gesehen haben. Tom B. dahinter. Und Timo Glock am Ende hinter Martin Tomczyk. 2 BMW. Und Gary Paffett, der ist vorbeigegangen an Robert Wickens. 2 Paffett, 6 Wickens. Und Matthias Ekström, der versucht da zu profitieren, versucht auch am Kanadier vorbeizugehen. Im Moment muss er sich aber noch hinten anstellen. Hat den Platz auch verloren gegen Robert Wickens. Und da versucht er jetzt zurückzukommen. Und hat das jetzt auch geschafft. Ist hinter Paffett auf Position 7. Matthias Ekström. Da nochmal das Drama bei Jamie Green. Ja. Pascal musste weit gehen, außenrum, weiteren Weg. Und Paul Di Resta hat es innen genutzt und ist nach vorne. Kein Frühstart. Das ist die Nachricht aus der Rennleitung. War alles regelkonform. Das DRS
wird jetzt genutzt, kein Frühstart. Mortara ist weggefahren, letzte Runde über 3/10 schneller als die verfolgenden Mercedes. Ja, Green an der Box. Jamie Green, ganz, ganz bitter dieses Ende für ihn, bevor sie richtig losgehen. Und jetzt kommt Wehrlein, der hat natürlich den Vorteil des DRS, aber hat zwei Bestzeiten in den ersten beiden Sektoren gefahren und ist vorbei. So, jetzt geht das Rennen richtig los. 4/10 schneller als Mortara. Jetzt schauen wir, was Wehrlein kann. Er ist 1,8 Sekunden hinter Mortara jetzt. Und jetzt ist das Rennen auf die Tabellenführung natürlich eröffnet. Jamie Green wieder mit 0. Der zweitplatzierte Matthias Ekström, da haben wir ihn. Jamie Green, den Briten, der in Monaco lebt. Wie bitter ist das? Viertes Rennen in Folge ohne Punkte. Und jetzt ist die Jagd auf seine Position eröffnet. Es wird einen neuen Spitzenreiter geben, aber wer wird es sein? Ido Mortara hat auch Chancen. Er ist Vierter in der Gesamtwertung mit 58 Punkten. Green hatte bislang 81. Ekström und Wehrlein 76 Punkte. Also fast 20 mehr, 18 mehr als Mortara. Und Ekström, das haben wir gesehen, der muss sich an Gary Paffett vorbeiarbeiten. Das ist sicher eine ganz schwere Aufgabe noch. Ja, wir müssen uns mal auf Wehrlein Mortara konzentrieren. Die Abstände werden nicht viel geringer. Im ersten Sektor war Wehrlein etwas schneller, im zweiten minimal schneller. Wir sehen es jetzt. 1,8 Sekunden in der letzten Runde. Der Abstand 1,8 gleich geblieben. Aber, und das ist das, was Ido Mortara wahnsinnig hilft, er ist im letzten Sektor jetzt richtig schnell und was ihm hilft, er ist einfach aus dem Fenster des Klappflügels rausgefahren, aus dem DRS-Fenster, seit 1,8 Sekunden Vorsprung und deshalb, das bringt eine halbe Sekunde pro Runde, die man da sich ranpirschen kann, wenn man diesen Klappflügel benutzen kann, wenn man frei fahren kann. Und Matthias Ekström, er ist, ja, er ist nah genug dran, Und da geht der Klappflügel sofort wieder runter. Das sind die drei Positionen. Startziel, dann hier hoch auf die Kurve 2 und nach der Kurve 2 direkt nochmal. Und Gary Paffett, der schaut in den Rückspiegel, dass ihn nicht nochmal einer übertölpelt. Aber da hat er ein bisschen Luft bis hin zum Titelverteidiger Marco Wittmann. Oh, da kracht's zwischen Rockenfeller und Spengler. Und profitieren kann Tombé vielleicht, der dann noch versucht, innen durchzuschlüpfen. Da ist Tombé im schwarzen Audi, ist auch vorbei an Spengler. Und jetzt auch vorbei an Rockenfeller. Also das hat Adrian Tombé ganz clever gemacht. Hat die beiden raufen lassen und hat sich beide geschnappt. Spenglers Aussicht nach hinten auf Kunkadeja. Ja, vielleicht können wir nachher nochmal das Replay von Ekström Paffett sehen. Das war kompromisslos. Gary wurde komplett überrumpelt. Da hat er nicht mit dem Angriff gerechnet. Und ein Ekström, der zuckt einfach nicht lange. Hatten wir ja schon gesagt, wenn du blau im Rückspiegel siehst, dann geht's los. Ja, Gary hat, da muss er innen zumachen. Hat er nie mit dem Angriff gerechnet. Also da sah Gary nicht gut aus. Und Hans Jürgen freut sich. Die beiden Paffett Ekström fahren natürlich schon. Das ist ja, die Sicht aus Spenglers Heck. Rockenfeller und Tombé sind schon vorbeigeschlüpft. Und es gibt eine Verwarnung für Spengler. Gelbe Karte, sowas. Die zwei besten Fahrer der Welt und ein Gewinner. Hybridtechnologie von Mercedes-Benz. Und
Wir sind zurück in Spielberg. 20 Minuten gefahren, 20 Minuten sind es noch. Die Renndistanz heute am Samstag 40 Minuten plus eine Runde. Das Ganze ohne Boxenstopp. Und es führt weiterhin Edo Mortara vor Pascal Wehrlein und Paul Di Resta. Ein Audi vor zwei Mercedes, vor drei Mercedes. Denn vierter ist auch Christian Vitoris. Und wir sind beim Kampf um die Positionen 7, 8 und 9. Gary Paffett vorneweg in Blau und Gelb. Dann Marco Wittmann, der Titelverteidiger, der Sieger des Vorjahres. Mike Rockenfeller, der Meister von 2013 in Grün und Gelb. Und dann Adrien Tambay. Ernst Moser, harte Phase für ihn in den letzten vier Rennen. Mike Rockenfeller haben wir, das ist sein Schützling mit der 99 beim Team Phoenix. Rockenfeller und Scheider, die beiden Phoenix-Piloten in den letzten vier Rennen, zusammen mit nur vier Pünktchen. Also ganz schwierige Phase der Saison. Wenigstens gab es ein Trostpflaster, 24-Stunden-Rennen in Spa letzte Woche. Da gab es ein Podiumsergebnis für Phoenix mit Chris Mamaro, mit Niki Thiem und mit Christopher Mies. Ja, besonders weh tut natürlich, wenn der Audi-Mitbewerber Abt, das Abt-Team vorne fährt mit Mortara, mit extrem gut unterwegs ist und man mit Rockenfeller und Scheider als Phoenix dann eben dritte Kraft ist. Das will keiner von den Audi-Teams. Die haben natürlich einen guten sportlichen internen Wettbewerb und natürlich heißt es nicht nur Rennen gewinnen, sondern auch immer, wann, wo und wie möglich bestes Audi-Team zu sein. Marco Wittmann, der sich vorher Paffett ja schon mal geschnappt hatte, der kommt jetzt nicht mehr mit Gary Paffett, der offensichtlich jetzt einen viel besseren Reifendruck hat, der passt, der die optimale Traktion erlaubt und deshalb schnellere Rundenzeiten. Am Anfang musste Gary Paffett sehr kämpfen, um überhaupt da vorne zu bleiben. Jetzt fährt er relativ komfortabel vor dieser Gruppe auf Position 7. Aber ganz bemerkenswert ist, dass nur die beiden ersten 25er Zeiten fahren, 25,8 und 25,9, Mortara Wehrlein. Danach geht es gleich in die 26er von Di Resta aufwärts, alle 26,1 bis 26,5, 26,7. Also da ist ein ganz klares Leistungsgefälle. Platz 10, Tambay mittlerweile schon 20 Sekunden von der Spitze weg. Ungewöhnlich viel. Angriff Rockenfeller. Außenrum geht es hier aber schwierig. Jetzt versucht er innen reinzufahren und macht das clever. Und jetzt hat er eine Chance. Mike Rockenfeller und er ist vorbei. Das war Bilderbuch. Glückwunsch. Und das zeigt, was hier um Platz 9, da kann sich der Ernst freuen. Platz 1 und 2 würden besser gefallen, ganz klar, aber Kompliment, sehr gut gemacht von Mike Rockenfeller. Rockenfeller, neuer Achter, Wittmann jetzt auf der 9, außen angetäuscht und dann innen reingefahren, sehr starkes Manöver von Mike Rockenfeller. Ja, das ist Bilderbuch, das gelingt nicht immer, damit hat sicherlich Wittmann nicht gerechnet. Ja, Ernst, das ist ein Racer, der freut sich auch, wenn es um Platz 9 geht natürlich. Auseinandergerissen, das Feld. Paul Di Resta haben wir gerade noch gesehen mit der 3 auf Position 3. Dann Vitoris und Farfus. Dem fehlt der Topspeed. Dem fehlt die Möglichkeit, dran zu bleiben und zu drängeln. Vitoris hier so unter Druck zu setzen, so nah ranzufahren, dass er mit dem Klappflügel vielleicht auch vorbeikommt. Das ist das, was wir schon das ganze gesamte Wochenende verfolgt haben, dass BMW da Schwierigkeiten hat. Aber kein anderer Audi kann auch nur ähnliche Zeiten fahren wie Mortara. Das ist wirklich bemerkenswert. So ausgeglichen das Feld ist im Qualifying, so oft sieht es sich dann doch ziemlich weit auseinander. Auch Ekström bleibt die 2 Sekunden hinter Farfus. Farfus hält sich im ersten BMW auf Platz 5 wacker, das muss man sagen. Hängt aber schon lange hinter Vitoris fest und wie du sagst, kommt nicht vorbei. Wo
Bruno Spengler, der weiter tapfer kämpft, aber der, der hinter ihm fährt, der hat sich verändert, denn Antonio Felix da Costa ist vorbei und auch Nico Müller, die haben es inzwischen geschafft, vorbei an Bruno Spengler, dessen Auto einfach nicht das richtige Tempo hat, um hier mitzufahren. Und Sie sehen, wie schnell sie dann Spengler hinter sich lassen, wenn sie dann mal vorbei sind. Da haben wir Müller im grauen Audi, Martin dann dahinter. Und dann gibt es einen kleinen Kontakt, so sieht's aus. Und dann kommt Nico Müller raus. Nochmal kleiner Kontakt, aber das ist alles in Ordnung. Der Schweizer am Schweizer Nationalfeiertag heute vorbei, also an Spengler, aber noch weg von den Punkten. Und das wird ein harter Weg für Nico Müller. Er ist im Moment auf Position 13. Behind you is faster than you. BMW behind you is faster than you. Und wir sind auf Kurs, hier zum ersten Mal in dieser Saison einen Nicht-Audi-Piloten als Tabellenführer zu sehen. Wenn es so zu Ende geht, dann übernimmt nämlich Pascal Wehrlein zum ersten Mal in seiner jungen Karriere die Tabellenführung in der DTM. Vor Ekström, vor Mortara und vor Green, der eben mit 0 Punkten heute nach Hause geht. Das steht schon fest. Aber es ist noch ein Weg. 14 Minuten, wie gesagt, plus eine Runde. Ja, und die freundliche Verkehrsdurchsage, der BMW behind you is quicker. Das wissen wir auch schon mittlerweile, was das bedeutet. Also Bruno, grab dich ein, lass ihn vorbei. Und das auch, wenn es um Platz 14 geht. Und am besten so, dass Scheider eben nicht mit durchgeht, sondern nur Martin, der hinter Spengler fährt. Große Lücken da vorne. Da scheint alles sich sortiert zu haben. Und Vitoris kriegt auch nicht richtig Feuer von Augusto Farfus. Podest scheint im Moment vergeben zu sein. Mortara, Wehrlein, die Resta. Dann Vitoris, dann Farfus. Und dahinter ist auch schon Ekström, der sich immer scheibchenweise hier noch DRS ranpirscht an diese zwei, die wir hier sehen. Aber Ekström fährt durchgängig, obwohl er eigentlich keinen Gegner, also kein nicht bedrängt ist, fährt er durchgehend eine halbe Sekunde langsamer als Mortara an der Spitze. Ja, mit dem kann er nicht mitgehen, der teilt sich's wirklich ganz locker ein, Edo Mortara, aber ein bisschen schneller ist er als Vitoris und als Farfus. Vielleicht kann er sich noch ranpirschen, wenn er jetzt ins DRS-Fenster kommt, das ist aber noch ein bisschen weg, 1,8 Sekunden sein Rückstand auf Farfus, da haben wir den ältesten Piloten, den alten Schweden, Matthias Ekström. Und das sind die zwei, die er jagt. Vitoris und Farfus. Ja, wir haben hervorragende Slow-Motion-Bilder mit einer Spezialkamera. Die ist einmalig und die zeichnet Bilder auf, wie es die sonst nirgendwo gibt. Vielleicht haben wir immer mal wieder zwischendurch Zeit, das einzuspielen und zu genießen. 14. hat Ekström übrigens gut gemacht in der abgelaufenen Runde. Also der Schwede ist auf Angriff gebürstet, wie immer, könnte man sagen. Und er will natürlich hier noch Punkte gut machen. Im Moment hat er nämlich, wenn es so bleibt, 10 Punkte Rückstand auf Pascal Wehrlein. Wenn es nur 8 oder sogar nur 6 wären, wäre ihm das natürlich deutlich sympathischer. Dafür muss er noch ein oder zwei Plätze. Pick 1, you're quicker, pick 2 and you lose pick 3 compared to Hockey. Rauslassen. Gary Paffett bekommt da die Ansage von seinem Renningenieur Gaetan Diego, dass er im Vergleich zu Rockenfeller in den ersten beiden Sektoren ganz ordentlich aussieht, im dritten aber verliert gegen Mike Rockenfeller, der 1,9 Sekunden hinter Paffett unterwegs ist. Und Ekström, ja, langsam hat er sie schon bildfüllend in der Frontscheibe, Farfus und Vitoris. Ja, und wir wissen ja, dass Matthias Ekström der Reifenflüsterer überhaupt ist, der in der zweiten Rennhälfte, im dritten Renndrittel immer noch Gummi hat und Gummi geben kann und deshalb nach vorne kommt. Und vor allem, und jetzt wird es ganz interessant, wie weit ist er zurück? Ja, 1,5 Sekunden hinter Farfus, also wenn er in diese Sekunde kommen sollte hinter Farfus, dann kann er richtig Meter machen, dann kann er den Klappflügel benutzen. No DRS for extra. No DRS.